Ja, hallo, bin hier gerade im EQ am Markt. Das ist am Markt in Herzberg am Harz, Haus Nummer 21 und Kulmbacher am Markt. Okay, dann haben wir das ja schon mal direkt berichtigt. Ich sitze hier zusammen mit Frau Helga Takos-Kröhan. Die Frau Kröhan hat 1989 zum Zeitpunkt der Grenzöffnung den Kiosk am Bahnhof in Herzberg am Harz gehabt, auch als Reaktion auf die Grenzöffnung und auf die ankommenden Menschen. Ja, und dann steigen wir da am besten in dieses Thema Wiedervereinigung, Grenzöffnung ein. Frau Kröhan, was haben Sie denn damals erlebt und wie ist es denn zur Eröffnung des Kiosk am Bahnhof gekommen? Ja, das war schon mal sehr aufregend und neugierig ist man ja auch. Also hat Firma Machens, damals, wo ich mein Bier bezogen habe, der hatte dann den Bahnhof besetzt und hatte dann Cola, Fanta, Wasser, Bier, Containerbier rausgegeben, kostenlos. Und da hatte ich mich dann auch dran beteiligt. Es hat mir viel Spaß gemacht. Wir haben viel Kaffee wurde gebracht, Kuchen wurde gebracht. Also ganz Herzberg hat was gebracht, um diese Leute zu versorgen. Dann kam dann etwas später die Züge. Dann habe ich den Bahnhof aufgemacht, weil das alles nicht mehr so reichte. Haben den Bahnhof renoviert und dann haben wir den Leuten Kaffee angeboten erstmal. Dann sind die gekommen, ungefähr jeden Tag drei Züge, voll bis oben hin. Also, dass man wirklich sagen kann, die standen da schon drinne. Manche sind weitergefahren, manche sind nicht, sind bei uns in Herzberg ausgestiegen, sind dann auch in die Stadt gegangen und bei uns im Bahnhof unten, da wurde dann eben ein kleines Imbiss genommen. Wir hatten dann so ein bisschen Kleinigkeiten, Pommes, Suppe und sowas Kleines, Brötchen, belegte Brötchen, damit sie dann in die Stadt gehen konnten. Und wenn die abends wieder zurückgekommen sind, die mussten auf ihre Züge warten, dann hatten die natürlich ein, zwei Stunden Aufenthalt, wo sie sich dann auch bei mir aufgehalten haben. Viele haben dann ihren Zug nicht mehr bekommen. Da habe ich dann über die Polizei angerufen, die wurden dann abgeholt und wurden in Hotels zum Schlafen gebracht, damit die nicht über Nacht auf der Straße liegen. Das war so meine Eindrücke und ich habe viele, viele Leute kennengelernt, nette Leute, die dann auch hier oben in der Stadt waren und haben noch jahrelang bei uns besucht und guten Tag, guten Weg. Und das sind so meine Eindrücke, die ich Ihnen so geben kann. Ja, was kann ich jetzt noch sagen? Eigentlich, das ist eigentlich schon so, dass wir viele Leute, vor allen Dingen die Stadt war voll. Also sie sind die Hauptstraße kaum hochgekommen, weil sie ja hier oben Auszahlung war. Und das waren eigentlich, es sind schöne Erinnerungen, aufregend vor allen Dingen. Auch bisschen Ärger, was auch dazu gehört, das muss ja auch sein. Und das waren so meine Eindrücke, die ersten Eindrücke, die ich so vom Osten mitbekommen habe. Selber mal drüben gewesen, kurz nach der Grenzöffnung und sich was angeschaut? Ja, ich war öfter drüben. Wir haben uns dann auch mit etlichen Leuten verabredet in irgendeinem Café. Die waren sehr nett, aber wir mussten ja dann abends wieder nach Hause. Ja, dann wurde natürlich gesagt, Mensch, Helga, hast du mal dies, Helga, hast du mal das. Viele Gastwirte, die dann auch gekommen sind und haben gefragt, wegen die Kühlung, die hatten ja ganz andere Anstichdinger, wie wir hatten. Dichtungen und dies und das, was man dann eben auch geben konnte, weil man es ja hatte. Und dass die eben auch, hab mir das dann nachher auch angeguckt und das war eigentlich alles sehr gut gemacht und die Aufmachung selbst war nachher bald so gut wie bei mir. Das ist ja schon mal super interessant, dass es da so quasi dann schon direkt die Starthilfe gegeben wurde für die Zukunft. Menschen kennengelernt, besteht heute noch Kontakt zu Menschen, die man damals kennengelernt hat? Nein. Der Kontakt, ich hatte viele, die sind dann noch jahrelang gekommen, aber jetzt, die sind auch alle gestorben, es waren ja alte Leute und die jüngeren Leute, die haben ja dann auch kein Interesse mehr. Die waren ja Kinder damals und heute. Ich glaube nicht, dass die sich daran noch erinnern, dass sie bei uns gut versorgt wurden.
Die Stadt war voll, totales Chaos. Die Ausgabestelle war hier beim EQ am Markt, am Marktplatz 21, direkt um die Ecke im alten Rathaus, haben sie berichtet. Und sie haben erzählt, dass es halt auch negative Momente gegeben hat. War das denn so krass? Was können Sie denn da, was ist denn da im Gedächtnis hängen geblieben? Naja, also erstmal, es war denen ja alles zu teuer, was ich ja eigentlich auch verstehen kann. Denn die hatten ja nur diese 100 Euro und wollten natürlich unheimlich viel mitnehmen. Dann kam schon mal und sagt, Mensch, es geht im Westen, ihr habt doch Geld, ihr könnt uns schenken, aber was ja nun auch nicht sein konnte, denn wir mussten ja auch leben. Da muss jeder für sich natürlich selber wirtschaftlich handeln. Es ist klar natürlich, dass vielleicht die Verführung auch erstmal sehr groß ist, wenn man dann halt vor den vollen Regalen steht. Aber die Wiedervereinigung war positiv, haben sie schon direkt gesagt und wahrscheinlich auch zu dem Zeitpunkt nicht aufzuhalten, was alle sehr, sehr toll finden, weil eine Grenzöffnung bedeutet ja immer auch die Erweiterung von persönlicher Freiheit. Die Wiedervereinigung ist ein Vorbild für Europa? Ja, das würde ich schon sagen. Es ist schon gut, dass die Grenze weggefallen ist, dass die Leute frei leben können, dass sie machen können, was sie wollen. Und ich finde das schon in Ordnung. Und wenn wir denen helfen konnten, soweit ich es machen konnte, habe ich es getan und mir lag in meine Kräfte nicht drin. Ich glaube, dass sehr viele Leute bis an die Grenze ihrer Leistungsfähigkeit und zum Teil auch darüber hinausgegangen sind, wenn man sich hier so erste und vereinzelte Stimmen aus Herzberg anhört. Deutschland ist mit der Wiedervereinigung ein Vorbild in der Welt für friedliche Wiedervereinigung und dass man dann halt Grenzen abreißen kann, um zusammen friedlich zu existieren und sich eine gemeinsame Zukunft aufzubauen? Ja, das hat man ja schon gesehen, dass das die Wiedervereinigung, wenn die auf die Straße gegangen sind, hat man ja schon nachher im Fernsehen gesehen, dass sie alles friedlich verlaufen. Das waren ja Tausende, die dann in Berlin am Brandenburger Tor durchgegangen sind. Ohne Zwischenfälle, ohne. Das muss man eigentlich schon sagen, ist eine Hochachtung. Noch eine andere Frage, die vielleicht ganz interessant ist oder was mich persönlich interessiert, vor der Grenzöffnung. Haben Sie da jemals die DDR damals besucht oder besuchen können? Nein. Ich war niemals im Osten oder in der DDR und habe auch nie Gelegenheit gehabt. Also ich habe erst Gelegenheit gehabt, wo dann die Grenze auf. Vorher konnte man schon mal rüber. Wo ich dann auch schon mal mit Bekannten, die da drüben Bekannte haben, die mich mitgenommen haben. Aber groß Kontakt hatte ich nicht mit den Osten. Ja, okay, ich habe die Grenze persönlich, bin ja auch hier aufgewachsen, als geschlossen erlebt. Gut, das war jetzt ein ganz kurzer Bericht von jemandem, der sich hier in Herzberg am Harz, die Frau Helga Takos-Kröhan, engagiert hat für die Menschen, die nach der Grenzöffnung nach Herzberg gekommen sind. Frau Takos-Kröhan hat das Kulmbacher am Markt, am Marktplatz 21 in Herzberg am Harz, das habe ich vorhin nochmal falsch gesagt. Da kann man halt auch heute noch sehr gerne natürlich einkehren, sitzen und sich verschiedene Informationen holen und sich unterhalten. Das war so jetzt also auch ein bisschen Werbung für das Lokal. Ich bedanke mich, dass Sie hier dieses Video geschaut haben. Ich freue mich natürlich immer, wenn ein Daumen hoch geht oder wenn jemand meinen Channel abonniert. Das war das Interview. Ich wünsche noch viel Spaß und immer mal wieder in meinen Channel reinschauen. Da gibt es immer mal wieder ein paar News aus der sonnigen Südharz-Metropole. Auf Wiedersehen.